Hallo zusammen. Willkommen zu einer neuen Ausgabe Naschmeckt's. Und heute gehen wir mal wieder an was Süßes. Und zwar an den Snickers Limited Edition Hazelnut. Ja, Snickers Limited Edition Hazelnut, wie schon eben gesagt, den habe ich schon im Laden gesehen. Und den habe ich auch gesehen bei uns in der Süßigkeitenbox, die bei uns im Büro steht. Da kommt immer der Snack Bear, so nennt sich das Unternehmen. Die stellen so eine Süßigkeitenbox auf und da kann man sich für 1 Euro pro Stück oder 1,50 Euro pro 2 Stück was rausnehmen. Verschiedenste Dinge und eins davon war das hier und da dachte ich mir, das nehme ich mir mit. 1 Euro ist natürlich nicht der normale, reguläre Preis dafür. Das ist normalerweise wesentlich günstiger, aber was will man machen? Ich wollte es halt gerade mitnehmen. So, dann schauen wir uns das nochmal genauer an. Der Unterschied zwischen dem normalen Snickers und diesem Snickers, Moment, so, ist natürlich, dass das normale Snickers mit Erdnüssen ist, anstatt mit Haselnüssen. Ist also keine große Änderung, von daher erwarte ich da nicht zu viel. Milchschokolade gefüllt mit feiner Candycreme, was auch immer Candycreme dann sein soll, ist nicht genau definiert, 15%, Karamell 27%, Erdnüsse 17% und Haselnüsse 5,6%. Aha, da sind also trotzdem Erdnüsse drin, aber es sind nur Haselnüsse zusätzlich und zwar weniger wie Erdnüsse. Preisfrage, hat sich das dann die Limited Edition überhaupt verdient? Hazelnut, ich weiß es nicht. Schauen wir weiter. Zutaten. Zucker, Glukosesirup, Erdnüsse, Magermilchpulver, Haselnüsse. Kakaobutter, Kakaomasse, Palmfett, Milchzucker, Süßmolkepulver aus Milch, Buttereinfett aus Milch, Salz, Emulgator, Solalecithin, Hühnerei, Trockeneiweiß, Aroma, Milcheiweiß, natürlicher Vanilleextrakt, mindestens haltbar bis 19.07.2015. So, dann schauen wir mal auf die Kalorien, auch wenn das natürlich wenig Sinn macht bei so einem Riegel. Moment. So, 100 Gramm. 489 Kalorien, also amtlich. 23,9 Fett, auch amtlich. Zucker 50,4 Gramm. Das ist sehr amtlich für 100 Gramm. Also im Prinzip 75% bestehen nur aus Fett und Zucker. Ja, aber egal, wir machen das jetzt einfach mal auf. So. Und sieht aus, wie ein Snickers innen aussieht. Natürlich, wie sollte es auch anders aussehen? Ich breche das jetzt einfach mal und hoffe, dass das gut geht. Man muss ja nicht immer voll reinbeißen. Ah, ja, es zieht sich. Okay. Wir sehen im Prinzip genau an der Stelle keine Nüsse. Moment, ich beiß mal hier rein. So. Hm. Hm. Ja, sieht man so ein bisschen. Hm. Hm. Okay, wer denkt, alles klar, eine neue Geschmacksrichtung mit Haselnüssen anstatt Erdnüssen. Ich mag Erdnussgeschmack nicht. Der liegt hier völlig schlecht, weil da schmeckt trotzdem völlig nach Erdnüsse und im Prinzip kein bisschen nach Haselnüsse. Die kommen einfach nicht gegen die Erdnüsse an, geschmacklich. Hm, hau ich das auch noch weg? Hm. Hm. Eklig. Okay. Die Limited Edition von Snickers schmeckt genauso wie die normale Snickers. Das ist schade. Ich hätte mir echt mehr Haselnussaroma gewünscht. Fangen wir das mal wieder so halbwegs zu. So, dann könnt ihr euch das auch hier nochmal anschauen. So, natürlich total zerrupft, egal. Ja. Hm. Begeistert mich jetzt nicht so. Tut mir leid. Liebe, von wem ist das eigentlich? Wer steckt denn da dahinter? Das Ferrero, ist das Nestle, oder wer ist denn das? Mars? Mars ist das, oder? Ah, das ist ja auch egal. Mal suche ich's. Wurst. Ja, das ist von Korn. Das schmeckt wie ein ganz normales Snickers. Ich hab vergessen, das nicht von Geschenk, aber auch aus der Schokoladenkura.
ihr könnt ja auch mal kosten lassen, dann würde ich mich freuen, wenn ihr dann hochgeht oder wenn ihr total Banane war, total Schokobanane mit Erklärung, warum es total Banane war. Ansonsten müsst ihr hier noch kein Video vergleichen, da kein Kombi-Video, hier den Abonnieren-Button. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr die Reise von den drei hier tätigt. Die Kokos am besten alle drei natürlich. Und dann schauen wir uns immer näher. Und dann sage ich Ihnen bis zum nächsten Mal. Mal schauen, was da gegeben ist. Schauen wir mal.